In diesem Teil noch ein kleiner Exkurs, wie das Ganze in Firmen wirklich funktioniert. Firmen betreiben einen sogenanntes Active Directory, eine zentrale Benutzer- und Computerverwaltung, mit der die ganzen Accounts verwaltet werden. In einer Firma, Schule, FH oder Uni meldet man sich nicht am Rechner lokal an, sondern die Benutzername und Passwort werden mit einer zentralen Benutzerverwaltung quasi gecheckt und man meldet sich über einen sogenannten Domain-Controller an. Dieser speichert quasi die ganzen Benutzerdaten, Passwörter und so weiter. Um sowas zu machen, ist ein DHCP und DNS-Server mal quasi fast Pflicht. Dann kann ich sagen Add Roles and Features, Next, kämpfe mich da durch und nehme jetzt die Active Directory Domain Services mit den Management Tools. Next, Next, Next. So, Restart if required, Install. Geduld. So, die Installation ist nun fertig. So, Close. Und hier ist nur noch ein Task offen. Jetzt sage ich Promote the Server to the Domain Controller. Jetzt stufe ich quasi meinen Standalone-Server als Domain-Controller ein, das heißt, ich stufe ihn hoch. Ich wandle ihn quasi in einen Domain-Controller um und habe nun hier verschiedene Möglichkeiten. Ich kann sagen, add a new Domain-Controller to an existing domain, to an existing forest, also wenn das Ganze, wenn ich Subdomains mache, oder to a new forest. Ich möchte jetzt eine neue erstellen, das heißt, ich werde hier wahrscheinlich sagen, ein New Forest und gebe hier ein Forebers.at zum Beispiel. Next. Hier kann ich einen Forest zum Main Level auswählen. Hier nehme ich jetzt einmal den neuesten und brauche ein Directory Service Restore Mode Password und gebe mal einfach nur zweimal die 0 ein. Next. DNS Delegation. Log mich jetzt einmal ein. Das passt. Next. So, das wurde verifiziert. Sag Next. Kann nun auswählen, wo mein Active Directory gespeichert wird und lasse jetzt einmal die Standardeinstellung. Next. Jetzt verifiziert er noch einmal die getätigten Einstellungen. Anschließend werde ich auf Installieren drücken müssen und dann will er sich neu starten. So, jo. Passt, Install und ein bisschen Geduld. So, das Active Directory wurde nun installiert und der Server startet sich jetzt nun automatisch neu. Nicht schrecken, jetzt beim nächsten Neustart wird das Booten wahrscheinlich ein paar Augenblicke länger dauern. Weil einfach mehr Dienste im Hintergrund laufen, um diese Benutzerverwaltung sozusagen zu betreiben. So, der erste Neustart ist nun vollbracht, nach einer kleinen Ewigkeit. Und jetzt sieht man vielleicht schon einen Unterschied. Ich kann mich hier als Forebers/Administrator anmelden und jetzt heißt das Ding nicht mehr Server 1, sondern ich melde mich an Forebers an. Was ist der Unterschied zu vorher? Ich vergleiche das jetzt mal mit Server 2. Wenn ich hier in der Kommandozeile Who am I
minus all who am I minus all ausführe, sehe ich, als was ich angemeldet bin. Ich bin hier als Server 2 Administrator angemeldet und verwalte in der Computerverwaltung unter Local Users and Groups meinen Account, bei dem ich meine Rechte habe. Hier in dem Fall bin ich Administrator. Hier melde ich mich, machen wir auch who am I minus all, melde ich mich an der Domäne Fuerbas als Administrator an. So. Hier sieht man auch, wenn man die Rechte vergleicht, hier bin ich unter anderem authentifizierter Benutzer, Administrator, Built-in heißt von Windows eingebauter Administrator und ich bin Domänen-Administrator, Schema-Admin, Enterprise-Admin und noch ein paar andere Dinge. So. Anschließend habe ich im Startmenü hier ein paar neue Dinge dabei. Ich gehe jetzt einmal auf das Active Directory Users and Computers und hier habe ich jetzt sozusagen das Herz der Benutzerverwaltung. Ich bin jetzt hier der Domain-Controller server1.fuerbas.at. Die Domain heißt fuerbas.at, so wie ich sie vorher benannt habe. Fuerbas ist der NetBIOS-Name, das ist ein alter Name für Windows 2000 circa Generation, der manchmal aber auftaucht, damit einfach das Ganze noch abwärtskompatibel ist. So, und jetzt habe ich hier unter Users, bin ich der Administrator und habe hier ähnliche Einstellmöglichkeiten wie hier und ein bisschen mehr. Ich kann hier sagen, dass mein Passwort nie ablaufen soll. Ich kann festlegen, dass ich mein Passwort das nächste Mal ändern muss. Ich kann in meinen Account sperren. Ich kann sagen, Account läuft dann und dann ab. Ich kann sagen, wo mein Benutzerprofil gespeichert werden soll. Auf einem Server oder auf dem Computer, auf dem ich mich jetzt gerade anmelde. Ich kann sagen, welche Rechte habe ich? In dem Fall mache ich mich jetzt zum Primär-Group-Domänen-Administrator. Damit habe ich alle Rechte, die ich theoretisch hier haben kann. Hier bei General kann ich noch mir einen Namen geben und verschiedene andere Einstellungen wie ein Land auswählen. So. Was bringt mir jetzt das Ganze? Ich kann jetzt zum Beispiel den Server 2, mache ich jetzt hier mal einen kleinen Sicherung, einen sogenannten Snapshot und sage vor einem Active Directory und versuche jetzt diesen Computer in meine Domäne zu hängen. Dazu gehe ich auf System, Change Settings, Change. Domain fuerbas.at, muss mich jetzt als Administrator anmelden. Dazu gebe ich jetzt den Domainennamen ein, / Administrator und mein Passwort und sollte jetzt gleich Teil dieser Domäne sein. Das dauert jetzt ein paar Augenblicke. Inzwischen lege ich jetzt hier einen neuen User an, den ich, sagen wir, Christoph Fuerbas nenne. Benutzername wird sein fuerbas.christoph@fuerbas.at. Next. Ich lege ein Passwort fest, sagen wir 00. Passwort wird nicht veralten. Okay. Jetzt habe ich hier noch die Sicherheitsbeschränkung standardmäßig von Microsoft beim Active Directory, dass das Passwort eine gewisse Komplexität haben muss. Da mich das nervt, stelle ich das jetzt einmal ab.
Dazu gehe ich jetzt in die Gruppenrichtlinien. Schauen wir mal, ob die da drauf sind. Group Policy Management. So, hier ist ein weiteres Tool, wo ich jetzt festlegen kann, ich starte jetzt diesen Rechner inzwischen mal neu. Hier habe ich die Domäne und kann jetzt hier Einstellungen festlegen, die für gewisse User gelten oder für gewisse PCs oder gewisse Gruppen von Usern oder gewisse Gruppen von PCs. Beispielsweise für ein gewisses EDV-Labor, für alle Server, für alle Server in einem bestimmten Raum, für gewisse Gruppen, für alle Englischlehrer einer Schule, für alle Mitarbeiter aus Marketing. Ich kann hier jetzt definieren bei der Default Domain Policy, das betrifft alle Rechner, die in meinem Netzwerk hängen und die Mitglied der Domäne sind. Hier sage ich jetzt Rechtsklick Edit und da habe ich jetzt hier die Computer- und die User-Konfiguration, die betrifft die Computer und die betrifft quasi das Benutzerprofil. Habe hier verschiedene Einstellungsmöglichkeiten und bei den Computer Configuration, Security Settings, Account Settings, Password Policy kann ich jetzt sagen, maximales Passwortalter festlegen auf 0, das heißt, es wird niemals veralten oder ablaufen. Password History brauche ich auch nicht, minimales Passwortalter auch nicht und minimale Länge auch nicht und maximale oder Komplexitätsrequirements auch nicht. So, und jetzt sollte ich hier einen Account anlegen können, der sich Christoph Fürpass nennt. Fürpass.Christoph, next. Und jetzt sollte das Passwort 00 auch zulässig sein. Okay, das funktioniert noch nicht. Es scheint, diese Änderungen brauchen oft ein bisschen, um übernommen zu werden. Ich nehme jetzt derweil einmal ein anderes Passwort, 1 Rufzeichen, für die ganze Konfiguration, damit ich den Account anlegen kann. Grundsätzlich sollte das funktionieren. So, ich probiere jetzt noch einmal Reset zu sagen. Okay, jetzt muss ich noch einmal dann neu starten. Gebe es dem Christoph Fürpass, nehme ich Domain Users als Gruppe raus. Okay, das geht nicht, weil es die Primäre ist. Gebe ihm jetzt die Gruppe Domain Admins. Okay, sag ich, Primär ist ein Domain Admin und sonst nichts. Apply und fertig. So. Und was habe ich jetzt hier gemacht? Ich kann mich jetzt am anderen Rechner hier als Fuerbas.Christoph anmelden und melde mich an der Domäne Fuerbas an. Also über diesen Server, der mir hier die Benutzerverwaltung macht. Wenn ich mich lokal anmelden will, schreibe ich .backslash Administrator und gebe das Passwort 0 ein. Dann lande ich hier als Server 2 Administrator. Wenn ich mich, sagen wir, Log, Switch User, Steuerung Alt Entfernen Other User, sag standardmäßig will er immer mich über die Domäne anmelden, Fuerbas.Christoph und 0. Funktioniert nicht. Ich muss mein richtiges Passwort eingeben, Passwort 1 Rufzeichen, das ich hier festgelegt habe. Jetzt habe ich mich quasi über die Domäne angemeldet. So, was ich jetzt hier zum Beispiel machen kann, ist, ich kann hier den Fuerbas Christoph sperren. Has been disabled. Es kommt hier vorne so ein kleines Pfeilchen, beziehungsweise ich sehe an der Account normalerweise ist disabled. So.
wenn ich mich jetzt hier abmelde, dann sollte ich mich, sag other user, vorerbers.christoph, Passwort 1 Rufzeichen, kann ich mich nicht anmelden, weil der Systemadministrator meinen Account gesperrt hat. So, enable den Account jetzt wieder und kann mich wieder anmelden, oder? Sofern ich mein Passwort richtig eingebe. So, da dieser PC jetzt wieder in meiner Domäne hängt, taucht er hier unter Computer auf. Ich kann hier sagen, welcher Operating System er hat und verschiedene andere Sachen noch. Das, was in einer Firma interessant ist, ist zentrale Verwaltung. Ich kann hier jetzt zum Beispiel in der Default Domain Policy irgendeine Einstellung festlegen und sagen, keine Ahnung, Internet Explorer kann man da irgendwas Lustiges festlegen. Schauen wir mal, was wir hier haben. Control Panel Settings, Folder Options. Na, ich wollte eigentlich was mit dem Internet Explorer suchen. Control Panel. So, da haben wir schon was. User Se Configuration, Preferences, Windows Settings, Control Panel Settings, Internet Settings, New. Sagen wir jetzt IE10 und lege jetzt eine Startseite fest, www.bing.com, und schauen wir mal, ob er das Ganze gespeichert hat. So, sollte gespeichert sein. So, und jetzt starten wir das Ding einfach mal neu und schauen, ob er das Ganze übernimmt. Im Idealfall sollte jetzt jeder PC, der in meiner Domäne hängt, die von mir definierte Startseite bekommen. Seite. Okay, das hat jetzt noch nicht funktioniert. Dann probieren wir mal eine andere Einstellung. Screen Layout. Probieren mal hier verschiedene Sachen. Disable Secondary Homepage Settings und schreibe hier jetzt mal www.orf.at rein. Okay. Was haben wir noch? Auf Corporate Settings. Advanced. Nehmen wir eine andere typische Windows-Einstellung, beispielsweise die Updates. Ich sage hier Configure Automatic Updates und sage Disable, ich möchte keine Updates, testweise. So, das Ganze findet man unter Computer Configuration, Administrative Templates, Windows Components, Windows Update. Dann vielleicht noch was anderes unter System.
Lassen wir das einmal so. Und ich mache jetzt hier am Client eine administrative Kommandozeile mit dem Befehl gpupdate. gpupdate heißt Group Policy Update, sodass er diese von mir festgelegte Gruppenrichtlinie hier jetzt sofort übernimmt und nicht erst nach 90 Minuten standardmäßig synchronisiert oder beim nächsten Neustart. Ich mache das jetzt noch einmal und dann schauen wir uns die Update-Einstellungen von diesem Rechner an. Suche Update, Windows Update und das Ganze Never Check for Updates. Stellen wir das einmal um und sagen Auto Download and Notify for Install. Lassen wir das offen und machen wieder ein GP-Update und schauen, ob sich das Ding live verändert. So, das muss ich jetzt wahrscheinlich einmal zumachen. Change. Und wie man sieht, die Einstellung hat sich hier verändert, obwohl ich im Client nichts verändert habe. So. Das war mal so die Grobeinführung ins Active Directory. Ich kann jetzt auch noch was anderes machen. Wir sind ein paar andere GPOs, auf das gehe ich jetzt in diesem Video nicht näher ein. Hier sind die Computers drinnen, hier die Users und hier kann ich jetzt zum Beispiel ein Land zuweisen. Damit weiß ich, aus welchem Land der User kommt und könnte das zum Beispiel mit einer Sprache verknüpfen, die der User angezeigt bekommt in seinem Benutzerprofil, ob er Windows auf Deutsch oder auf Englisch zu sehen bekommt und andere Konstruktionen. Als Abschluss dieses Styles sage ich jetzt zum Beispiel, kopiere den Christoph Fürpass und mache mir mit dem Christoph Fürpass einen neuen Account, den ich jetzt nenne Max Mustermann mustermann.max@forerbers.at, next, Passwort 2x die 0, funktioniert schon. So, Copy hat jetzt bewirkt, dass er die gleichen Gruppen und die gleichen Einstellungen übernimmt und sozusagen nur den Namen des Users austauscht. Und wir machen jetzt zu mir, zu Christoph Fürpass, noch ein extra, weil das funktioniert, und zeigen, wie ich mich auch noch anmelden kann. Sign out. Standardmäßig ist ja hier die Domäne schon voreingestellt. Ich kann aber auch bewusst absolut sozusagen hardcoded eine Domäne festlegen, über die ich mich anmelden will. Das würde dann entweder so ausschauen: mustermann.max@forerbers.at und 0 als Passwort. Das ist die eine Möglichkeit. Oder wenn ich mich abmelde, die andere wäre forerbers/mustermann.max. Letztendlich melde ich mich immer über mein Active Directory an, was wir hier wieder sehen können. forerbers.com/mustermann.max. Wie man sieht, das ganze Active Directory ist sehr mächtig und das war auch nur eine kurze Einführung. Der Sinn des Ganzen ist hoffentlich jetzt ein bisschen klarer geworden. Zentrale Benutzerverwaltung, zentrale Verwaltung der Einstellungen für einzelne Benutzer, einzelne Rechner, einzelne PC-Säle
und ähnliches. Und auch andere damit zusammenhängende Funktionen.